meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Ich dachte mir, heute schnappe ich mir mal wieder meine Favoriten und stelle sie euch in einem Video vor. Ihr werdet Autogeräusche hören, es tut mir leid, ich habe das Fenster auf wegen der Frischluft und so, ihr wisst Bescheid. Genau, ich liebe selber Favoritenvideos, ich gucke mir die super gerne selber an. Ich hoffe, ihr habt Lust auf meine Favoriten für den Moment. Und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Los geht's. Wir haben heute den 22. August 2021 und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin komplett in der Pumpkin Spice Latte Stimmung angekommen. Ja, ich habe Herbstdeko bestellt, ich habe inklusive einer Fußmatte, ich habe Duftkerzen am Start, alles was Pumpkin angeht, steht in den Startlöchern. Und alles, was süße, opulente Fabelhaftigkeit angeht, habe ich am Start, ja? Ich würde sagen, ich beginne auch gleich mal mit dem Thema Raumduft. Und zwar habe ich eine Kerze neu. Ich habe sie bei TK Maxx geschossen und ich bin ganz verliebt in dieses Teilchen. Ich muss als Vorgeschichte mal sagen, dass ich selber eine einzige Kerze von Bath & Body Works total abfeiere. Und das ist Paris Café, ich weiß nicht ob, oder Café Paris, ich bin mir immer unsicher, welches vorne und welches hinten steht. Das ist ein ganz, ganz, ganz toller Kaffeeduft. Ich liebe nämlich Kaffeedüfte. Aber Kaffeedüfte werden ganz, ganz oft für meine Nase nicht angenehm zusammengestellt. Und zwar ist ganz, ganz oft eine Schokoladennote oder eine Mokka-Note in dem Fall dabei. Und das ist überhaupt nicht meins. Ne? Ich mag leider, leider keine Schokoladendüfte. Ich habe es mehrfach probiert. Und sie hauen mich jedes Mal nicht aus dem Schlüpper. Aber ich liebe Kaffeedüfte, wenn sie nach Kaffee und aufgeschlagener Milch und Zucker duften. Das liebe ich total. Und da habe ich, wie gesagt, bei TK ein Träumchen ergattert. Und es ist definitiv ein Favorit. Nicht nur der Duft, sondern auch die Optik. Halten Sie bitte das Schlitten fest. Ist das ein geiles Teil oder was? Ist das Fancy Nancy oder wie? Ich liebe es, ja. Also man sieht, es ist ein übergroßer Coffee-to-go-Becher, Vanilla Latte. Die Firma heißt DW Home. Ich kenne sie. Sie gibt es regelmäßig bei TK Maxx zu shoppen. Und ich bin auch der Meinung, dass es mittlerweile eine sehr, sehr gut etablierte Firma ist. Ich glaube, die kommen auch aus den Staaten, aber nagelt mich da nicht fest. Und die haben sehr üppige Düfte. Also gerade die Gourmand-Düfte, also alles, was so essbar riecht, ja, das schlägt euch aus dem Höschen, meine lieben Freunde, ja. Ich hatte von den Kollegen von DW Home mal eine Vanilla, nein, gar nicht, eine White Pumpkin Kerze irgendwie. Und ja, White Pumpkin ist generell, habe ich festgestellt, oft etwas süßer interpretiert, aber das war unfucking fassbar, ja. Dieses hier ist einfach ein sensationeller Kaffeeduft. Es ist genau das, was draufsteht, nämlich ein Vanilla Latte, sehr hoher Milchanteil, sehr schön cremig, schaumig und sehr süß. Und eine sehr schön herbe Kaffeenote. Also ihr riecht hier, wenn ich sage, ihr riecht so richtig den Espresso raus. Es ist halt kein Brühkaffee, nicht so ein bisschen was durchgedübbeltes, sondern es ist ein richtig straffer Kaffee, aber auch ein sehr hoher Milch- und Schaumanteil und sehr süß. Und ja, ich kann euch diese Kerzen von DW Home durchaus anraten. Ich habe den Preis noch dran gelassen. Dieses Teilchen kostete bei TK Maxx 17,99 und also Entschuldigung für diesen Dotschläger hier. Ja, ist das ja nichts, ja. Also, große, große Empfehlung. Guckt immer gerne, wenn ihr Duftkerzenliebhaber und Liebhaberinnen seid, bei TK Maxx mal, ob ihr was schießen könnt. Und große Empfehlung, wenn ihr den seht, schnappt ihn euch. Ich bleibe bei den Düften und gehe zum Körper. Ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit ein Juicy Couture Parfum gekauft. Und zwar ist es das Juicy Couture Gold Couture. Ich war in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen Parfum verrückt. Also ich habe mir diverse Parfums gekauft. Ich habe mir auch sehr, sehr viele Cheapies gekauft. Also ich sage jetzt mal so Celebrity Parfums, um mal zu testen, ob die auch wirklich was können. Ja, also ich bin generell jemand, der immer
teure und auch günstige Parfums mixt. Ich finde, es gibt wunderbare günstige Parfums. Und in diesem ganzen Zuge bin ich auf diesen Duft hier gestoßen. Und das, was ich gelesen bzw. gesehen hatte als Duftnoten von diesem Duft, hat mir super gut gefallen. Es ist definitiv ein Duft für Leute, die es süß mögen, die es sexy, süß mögen, sehr opulent und essbar. Ja, ihr habt hier einen sehr, sehr großen Karamellanteil und noch so ein bisschen was Fruchtiges. Ein bisschen was Putriges, wenn ihr mich fragt, ist mit dabei und eben selbstverständlich auch eine leichte parfümige Note. Aber ganz, ganz vorne habt ihr eben das Karamell und das ist sehr, sehr ausgeprägt. Ich mag das Parfum sehr. Das Einzige, was bei mir so ein bisschen einen kleinen Abzug bekommt, ist die Dauer auf dem Körper. Da kriege ich da so einen halben, dreiviertel Tag von. Würde ich abends noch auf einen Switch gehen wollen, würde ich mir das definitiv nachsprühen, weil so lange hält es nicht. Aber ich sage jetzt mal, so gute 6-7 Stunden habt ihr da Freude dran. Und ja, ist ein ganz, ganz, ganz schöner Duft. Mein Favoritenparfum für den Moment. Dann kommen wir mal zu einem neuen Werkzeug. Und zwar habe ich mir eine neue Haarbürste gekauft beim Rossi. Und zwar habe ich schon seit Jahren diese Tangle Teaser Verschnitte, die ich auch super finde, aber irgendwie stand mir mal der Sinn nach was Neuem. Und da habe ich mir eine neue Bürste gekauft. Sie hatten beim Rossi sowohl die Wet Brush, die ich im Auge hatte, als auch diese schöne Teilchen hier. Und zwar war das so eine Eco-Bambus Wet Brush Verschnitt Geschichte. Das ist eben, wie gesagt, auch so eine Bürste für, um feuchte Haare zu entwirren. Was für ein Deutsch, ihr versteht mich schon. Und die hat super weiche Noppen. Und ich weiß noch, als ich die das erste Mal benutzt habe, habe ich gedacht, ja, wie sollst du denn meine Zoppeln durchkriegen, Fräulein? Entschuldigung, nee. Aber Leute, das funktioniert super. Ich bin der Meinung, dass die 7 Euro gekostet hat, was ich für eine Haarbürste auch völlig in Ordnung fand. Und die hat eine schöne Haptik, sie rutscht nicht, sie hat so ein richtiges, ja, also die rutscht euch auch echt nicht aus der Hand. Also ich würde behaupten, wenn ihr die mit in die Dusche nehmt oder in die Badewanne, ist das definitiv nichts, was euch so durch die Gegend flattert. Wisst ihr, wie ich meine? Und ja, die finde ich super toll. Großer Favorit. Wenn ihr eine neue Bürste sucht, guckt mal nach dieser Eco Bambus Wet Brush Geschichte vom Rossi. Dann kommen wir zu einem Pflegeprodukt, was ich für mich entdeckt habe. Und zwar ist das ganz lustig, weil das habe ich mir schon im April oder so gekauft. Hab das verwendet und habe gedacht, ja, ist okay, aber ist jetzt auch kein Urkernerschütterer, ja. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, ob sich einfach meine Haut verändert hat oder ob sich meine Sichtweise verändert hat, finde ich das Produkt wirklich toll. Und zwar ist es von Clinique die Prep Start Eye Cream. Das ist dieses Teilchen hier. Kommt mit so einem Auftragewerkzeug, benutze ich nie. Ich mache mir das immer auf den Finger und creme mir das oder klopfe mir das in den unteren Augenbereich ein. Und das ist, finde ich, schon eine etwas intensivere Pflege. Es ist nichts für trockene oder ältere untere Augenpartien, wenn ihr mich fragt. Aber sie ist schon von der Konsistenz her etwas fester und etwas mehr. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Sie funktioniert trotzdem super mit Concealer. Auch heute habe ich sie aufgetragen unter dem Concealer. Der creased dadurch nicht und ich habe das Gefühl, dass mein unterer Augenbereich frisch aussieht und gepflegt. Und sie wirkt damit, dass sie, ich glaube, da ist auch Koffein drin. Also wisst ihr, dieses typische Kickstart drauftragen und du siehst aus wie ein Babypopo. Das macht die nicht, ne? Es ist einfach eine schöne Basic Augenpflege und ich mag die sehr, sehr gern. Dann möchte ich euch 2 Foundations zeigen und sie könnten unterschiedlicher nicht sein, meine lieben Freunde. Aber auch da, ich habe solche Tage und ich habe solche Tage und für beide Varianten habe ich die richtige Foundation. Ich fange mal an mit der Rare Beauty Foundation. Diese Foundation ist ja wirklich sehr umstritten. Ich muss sagen, für mich funktioniert sie wirklich gut. Sie ist eine, warte, vielleicht könnt ihr es hören. Ja, hört ihr die Kugel? Ja, ne? Es ist quasi fast wie eine leicht ölige Serum-Foundation. Ich würde sie definitiv nur anraten für normale oder trockene Haut. Also definitiv keine ölige Haut. Ihr tut euch damit keinen Gefallen, wenn ihr mich persönlich nach meiner Meinung fragt.
Aber wenn ihr eine normale Haut habt oder eben eine Tendenz zur trockenen Haut, glaube ich, seid ihr damit super gut bedient. Sie hat, wie gesagt, so ein leichtes Öl-Feeling, was ich sehr angenehm finde. Ich trage die vorzugsweise mit einem Pinsel auf. Ich weiß, ich würde ohne Pinsel. Ich weiß. Aber sie funktioniert super, wenn ihr sie mit dem Pinsel aufs gesamte Gesicht auftragt, in einer schönen, ich sag jetzt mal leichten bis mittleren Schicht. Und dann klopfe ich sie mir hinterher mit dem Beauty Blender ein, sette mir das Ganze aber auch ganz, ganz gut ab mit einem Produkt, was gleich noch kommt. Und das funktioniert für mich wunderbar. Sie hat einen richtig schönen Glow. Sie hat für mich wirklich auch eine Medium-Deckkraft. Ich sehe, dass ich Make-up trage, ganz klar. Das will ich ja auch. Ich möchte aussehen wie geairbrushed, ja. Aber ich sehe nicht cakey aus. Und das mag ich sehr gerne. Kleiner Haken, auch da, ähnlich wie beim Parfum, ist die Traglänge. Sie schafft einen Arbeitstag von 8 Stunden und dann ist auch Sense. Ne? Also das ist kein All-Nighter, drock dich in den Sonnenuntergang. Nein, das ist sie nicht. Aber sie ist für mich eine wunderbare Sonntagsfoundation, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann kommen wir gleich zum nächsten Foundation-Liebling. Und wie gesagt, ich sagte ja schon, unterschiedlicher könnten sie nicht sein. Mein zweiter Liebling ist nämlich das Rival de Loop Invisible Fluid Make-up. Das ist dieses hier. Ich glaube persönlich, sie haben dieses spezielle Make-up schon länger im Sortiment. Ich bin erst jetzt so wirklich drauf gekommen, weil ich eine mattere Foundation gesucht habe. Und ich hatte schon sehr viel Gutes über Rival de Loop gehört. Und dachte, ich teste den Laden dahingehend mal aus. Und ich muss euch sagen, das ist meine absolut liebste Alltagsfoundation geworden. Sie ist so wunderbar. Es ist definitiv nichts für trockene Häute, in dem Fall. Ja? Das Gute ist, ich habe eine normale bis Mischhaut. Ja? Und ich kann dementsprechend mit beiden umgehen. Die Rare Beauty muss ich setten, gut setten. Diese hier könnte ich im Grunde ungesettet lassen, weil sie sehr schnell anzieht. Das ist ein kleines Manko bei dieser Foundation. Also ihr müsst da wirklich, also da heißt es nicht spummeln, ne? Da müsst ihr wirklich Zug, ne? Weil sonst ist das Ding trocken und ihr könnt nichts mehr machen. Ja, aber ich finde die super. Ich trage die super gerne mit dem Beauty Blender auf. Mag das Finish ganz, ganz gerne. Wie gesagt, das ist eine Foundation, ihr merkt nicht, dass ihr Foundation tragt, weil sie sich quasi selber settet, ja. Ihr habt kein klebriges Gefühl, ihr habt, also ganz im Gegenteil, ihr fühlt euch abgepudert an, obwohl ihr kein Puder aufgetragen habt, das ist sensationell. Dementsprechend ist das für mich eine absolute Empfehlung für ölige Haut oder Mischhaut. Guckt euch die auf jeden Fall an. Das Invisible Fluid Make-up von Rival de Loop kostet um und bei 3-4 Euro. Mega, meine lieben Freunde. Ich sagte ja noch, es kommt ein Setting-Produkt. Und zwar habe ich muss wohl sagen, mein meistgeliebtes Puder für mich entdeckt. Und viele werden wahrscheinlich jetzt gleich ausrasten. Absolutes Favoritenprodukt, Cody Aspen Loose Face Powder. Leute, ich muss es leider in dieses Video packen, weil es einfach fantastisch ist. Ich werde euch den Link, wo ich es gekauft habe, unten mal in die Infobox linken. Ich werde euch alle Produkte, sofern ich sie finde, in die Infobox verlinken. Sensationell. Erste Warnung, die ich ausspreche, wenn ihr empfindlich seid, was Düfte angeht oder empfindlich seid, was putrige Düfte angeht, lasst die Finger davon. Es ist ein Produkt, was für mich sehr angenehm riecht. Es riecht nämlich so leicht musky. Ein bisschen nach Oma Schminkkomödchen. Ich liebe ja diese Duftsensation und es riecht ziemlich doll. Ich muss aber auch dazu sagen, es verfliegt sehr schnell. Deswegen finde ich es nicht schlimm. Aber ich glaube, jemand, der halt empfindlich ist, was Gerüche angeht, wird sich da schwer tun. Es ist aber sensationell. Es ist ein super schönes, super feines Puder. Es setzt mein Make-up. Es ist und bleibt da, wo ich es hinsetze und ich finde es einfach fantastisch. Dazu ist kommt, dass es ein mega Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Großes, großes Kino. Cody Aspen Loose Face Powder. Dann habe ich einen Blush relativ neu, die letzte Zeit wahnsinnig gerne und viel verwendet. Und zwar ist es aus der Kylie
Jenner Kosmetik Reihe der Pressed Blush Powder in Pink Power. Und ich zeige euch das speziell und habe das in den letzten Wochen speziell sehr gerne verwendet, weil es überhaupt nicht meine Farbe ist. Leute, ich bin eher ein brauner Blush-Typ, also eher so Richtung Bronzer oder peachiger Blush-Typ. Aber ich bin kein wirklich rosaner Blush-Typ. Ja, und Pink Power, also die Farbe, der Farbname sagt es quasi schon, ist einfach ein Rosa. Ja, aber es ist ein sehr, sehr subtiles Rosa. Es ist kein Pink. Ihr seht nicht aus wie eine Barbie-Puppe. Es ist wie ein Hauch von Farbe auf der Wange. Auch hier eine kleine Warnung, wenn ihr eine Haut habt, die nur tendenziell dunkler ist als meine, lasst die Finger davon, meiner Meinung nach. Es ist definitiv ein Blush, der eher für die helleren Häutchen gemacht ist. Wie gesagt, meine ureigenste Meinung, wie es beworben wird, kann ich euch noch nicht mal sagen, aber es ist schon ein helles Tönchen, ja? Nichtsdestotrotz ein wunderbarer Alltagsblush. Ihr könnt da quasi überhaupt nicht mit überblushen. Und ja, sehr, sehr, sehr schöne Farbe. Pink Power, Kylie Cosmetics. Dann konnte ich mich, als ich meine Favoriten zusammengesammelt habe, nicht wirklich daran erinnern, ob ich euch das jetzt kommende Produkt schon mal gezeigt habe. Aber ich finde es so super, dass ich es euch auf jeden Fall gerne nochmal zeigen möchte. Und zwar ist es von Anastasia Beverly Hills, das Brow Freeze. Das verwende ich jetzt schon einige Monate. Heute habe ich es nicht verwendet. Heute habe ich wieder meinen klassischen Birte-Style ausgemalt, wie mal nach Zahlen und eine blonde Augenbrauen-Mascara drüber. Aber ich liebe die Brow Freeze Geschichte für den fluffy Model-Augenbrauen-Look, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe da nicht jeden Tag Lust drauf. Ich habe es auch gerne mal einfach wie heute. Und auch da, ich spreche eine Warnung aus, wenn ihr diesen fluffy Augenbrauen-Model-Look haben mögt, ihr müsst da mit eurer Augenbrauenroutine wirklich, ihr müsst da gut eingestellt sein. Ja, das heißt, wenn ihr wie ich blonde Augenbrauen habt, die müssen tipptopp gefärbt sein, die müssen tipptopp so zurecht gezupft oder rasiert oder was auch immer, wie ihr das leiden mögt, sein. Denn man sieht eben bei diesem Natur-Pure-Look einfach alles, was nicht hingehört. Ja, das, einige mögen das. Ich mag so ein bisschen die gestyltere Braue für mich persönlich. Ich mag es lieber ein bisschen aufgeräumt und dementsprechend benutze ich das vorwiegend gerne, wenn ich gerade meine Augenbrauen neu gefärbt habe. Also ich sage jetzt mal nach dem Färben die ersten 2 Wochen. Und dann mache ich das ganz gerne so, dass ich das folgende Produkt verwende. Und zwar ist es von Essence der Tiny Tip Precise Brow Pen. Das ist dieses hier. Das ist wie so ein Eyeliner für die Augenbrauen. Ich habe die Farbe, halten Sie ein, 01 Blond. Wen sollte es überraschen? Damit male ich mir so im vorderen Bereich, weil hier sind meine Haare durchaus ein bisschen spärlich. Da mache ich mir oder zeichne ich mir so einzelne Härchen. Ein ganz, ganz paar mache ich hier hinten noch hin, weil der Rest, ich habe ja die Augenbrauen, ja. Und dann nehme ich mir eine Augenbrauenbürste, nehme mir das Brow Freeze und kämme mir meine Augenbrauen nach oben außen weg, ja. Wenn ihr dazu noch mal ein einzelnes Video sehen möchtet, sagt mir da super gerne Bescheid, weil dieses Produkt ist schon eine spezielle Geschichte, finde ich. Da muss man so ein bisschen für sich den Weg finden, wie das für einen gut funktioniert. Ich weiß auch, einige tragen andere Produkte drüber auf. Das hat für mich gar nicht funktioniert. Andere, wie ich, tragen das als erstes auf. Ja, da muss jeder so seinen Weg finden. Also lasst mich da super gerne wissen, ob ihr gerne ein Video dazu haben wollt. Aber diese beiden Produkte, große Favoriten der letzten Wochen und Monate. Und dann kommen wir zum letzten Beauty-Produkt und das trage ich heute auch auf dem Gesicht. Und zwar ist es ein Charlottchen-Lippenstift. Ich habe mir jetzt im 40% Sale bei Charlottchen ein Dreier-Set Lippenstifte bestellt. Und Leute, also ich werde es euch verlinken, wenn sie diesen Sale noch hat, weil da könnt ihr nicht mehr sparen. Ich habe 40% gespart. Das war der Wahnsinn. Und einer dieser Lippenstifte, ich finde alle gut, möchte ich sagen, aber dieser hier, das ist für mich das perfekte Alltags-Nude, ist die Farbe JK Magic. Das ist einer von diesen
wieder auffüllbaren Lippenstift mit den etwas schickereren Verpackungen, sage ich jetzt mal. Ich finde das sehr, sehr, sehr schick. Ich mag das gerne, auch gerade so dieses leicht Astrologie angehaucht. Ich mag das ja sehr gerne. Und ja, tolle Farbe. Es ist ein richtig schönes, ich sage jetzt mal, peachy braunes Nude. Hat aber auch so einen ganz leichten Mühgrauanteil. Also ja, ich finde den toll und ja, großer Favorit. Ist übrigens die Kissing-Formulierung. Also ich mag von Charlottchen nicht so gerne diese Matt-Formulierung. Das ist, ich habe davon zwei Stück hier. Ich finde die nicht so prall. Aber die Kissing, Chefskiss, lasse ich nichts drauf kommen. Und dann möchte ich euch noch eine Einrichtungsgeschichte zeigen. Und zwar, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal irgendwann irgendwo erwähnt habe, ich kaufe bei uns hier in der Nähe super gerne bei einer kleinen Gärtnerei ein. Und zwar heißt die Jenkel. Auch da werde ich euch das Ganze mal unten verlinken. Wenn ihr aus Hamburg, Schleswig-Holstein kommt, so diesem ganzen Gebiet, werde ich euch das auf jeden Fall mal unten verlinken. Weil ich finde, dass das eine von der im Umkreis liegenden besten Gärtnereien ist. Und die haben einfach auch sehr, sehr schöne Produkte. Nicht nur was Pflanzen angeht, sondern auch was so Interieur angeht. Ihr seht hier schon eine meiner neuen Pflanzen. Die habe ich mir letzte Woche gekauft und auch den dazugehörigen Topf. Und die liebe ich sehr. Und die Pflanze, die aber mein absoluter Favorit ist, weil ich so eine Pflanze schon ganz, ganz lange haben wollte. Und der dazugehörige Topf, beides wie gesagt von Jenkel, zeige ich euch jetzt. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie dieses Pflänzchen heißt. Also schreibt super gerne mal unten in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie die heißt. Es war auch kein Zettel oder so drin. Ja, aber ich zeige sie euch jetzt einfach mal. Und zwar ist es dieses Pflanzilein. Da ist sie. Ist sie nicht wunderschön? Oh, ich liebe sie. Sie ist so, so schön. Und genau wie bei der Pflanze, die ihr im Hintergrund gesehen habt, habe ich mir bei Jenkel auch diese Übertöpfe für die beiden neuen Pflanzen gekauft, weil ich den einfach super schön finde. Und ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, der Hintergrund hat sich verändert. Ich habe wieder einen Rappel bekommen. Sagen wir es mal so, die Wand wird jetzt auch demnächst gestrichen. Das war nämlich der, wie sagt man das nochmal? Das war der ausschlaggebende Faktor. Ihr wisst, was ich meine. Naja, auf jeden Fall habe ich deswegen mich für eine sehr, sehr neutrale Topf-Variante entschieden, die ich sehr, sehr schön finde. Und wie gesagt, mein kleines Grünpflänzchen, von dem ich keine Ahnung habe, wie es heißt. Ich liebe sie. Natürlich ist auch der neue Schlafzimmer-Look, an dem ich gerade arbeite, mein neuer Favorit. Ich habe mir diverse neue Bilder hier oben gekauft. Die Firma werde ich euch auch mal unten verlinken. Neue Kissen gekauft. Kann ich euch auch unten verlinken, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, neue Duftlampen im Schlafzimmer. Kann ich euch auch verlinken, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, ich feiere es total ab. Und ganz, ganz wichtig, ich habe unsere Gardinen neu gefärbt. Kann ich euch auch nur anraten, wenn ihr wie ich regelmäßig euren Geschmack ändert, was Einrichtung angeht, ja? Ich bin ein Mensch, ich bin generell immer im Wandel. Immer, immer. Ich bleibe nie stehen, ja? Und ich habe mir mal irgendwann so einen Basic Gardinenstoff gekauft bei H&M. Ich glaube, die gibt es sogar noch. Und die letzte Farbgebung im Schlafzimmer war ja so Blush Rosé. Und da hatte ich mir den dazugehörigen Ton gekauft als Färbemittel und habe mir die eingefärbt. Und wenn ihr dunkler geht in der Farbe, dann könnt ihr natürlich auch mehrfach färben. Ja? Und so habe ich das jetzt gemacht. Dieses hier sind quasi die Blush Rosé Vorhänge neu gefärbt. In der Farbe Safari Khaki. Diese Farbe habe ich mehrfach in der Wohnung gefärbt. Ich habe damit einen Teppich gefärbt. Ich habe damit weitere Vorhänge gefärbt. Es ist ein ganz, ganz toller Schlammton. So ein Schlammbeige. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, aber ihr seht es ja ganz gut. Ganz, ganz toll. Auch die Farbe werde ich euch mal unten verlinken. Ist super easy, super schnell. Und gerade eben, wenn ihr wie ich regelmäßig euren Geschmack ändert, ist das einfach eine super Idee, um günstig mit dem zu arbeiten, was ihr habt. Also ich kann das wahnsinnig, wahnsinnig anraten. Und ja, ist dementsprechend auch ein Favorit, würde ich sagen. So, das soll es gewesen sein. Mein gefühlt
ellenlanges Favoritenvideo. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch mit irgendwas ein bisschen inspirieren. Wenn ihr zu irgendwas Fragen habt, lasst mich das super gerne in den Kommentaren wissen. Dann drücke ich euch jetzt, schicke euch ganz, ganz viel Liebe und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao.